Ah, come on! Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Muss Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie im letzten Video schon besprochen bzw. angekündigt, spreche ich heute über die Nature Bunthose. Für diejenigen interessant, die sie sich kaufen möchten bzw. schon haben und das ein oder andere mehr entdecken, was sie vorher nicht wussten. Was für mich ein absoluter toller Vorteil ist bei der Hose, ist die Zusammensetzung der Stoffe. Das heißt, wir haben hier 64% Baumwolle und 34% Polyester und 2% Elastan. Baumwolle wegen dem Tragekomfort, Polyester wegen der Robustheit. Zusammen sehr, sehr geile Kombination. Und die 2% Elastan geben eben die nötige Flexibilität, die ich brauche, bis zu einem gewissen Grad. Warum die Hose für mich so ein absoluter Baustellenhammer ist, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise für Bereiche super geeignet ist, wo es mal zur Sache geht, hat mit der Grammatur zu tun. Die Grammatur beschreibt im Endeffekt die Schwere des Stoffes. Und hier reden wir von 300 Gramm pro Quadratmeter, was schon dicker ist. Das merke ich auch, wenn ich sie in die Hand nehme. Und hier auch nochmal auf das Gefühl zurückzugehen. Wenn sich das gut anfühlt, beziehungsweise robust anfühlt, dann ist es das in der Regel auch. Und die Nature fällt genau in diese Kategorie. Falls ihr das vorige Video noch nicht kennt, verlinke ich euch gerade nochmal im Video. Hier ging es eigentlich darum, wie ich die richtige Hose finde, beziehungsweise woran liegt es, dass die eine Hose mal länger, die andere mal kürzer hält. Die Nature-Hose hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass sie unterschiedliche Stoffzusammensetzungen hat, sondern natürlich auch andere, wie zum Beispiel super viele Taschen wie an den Oberschenkeln rechts und links. Links ist eine Besonderheit, da haben wir eine E-Care-Tasche. Die E-Care-Tasche schützt den Körper zu 99,9% vor elektromagnetischer Strahlung, die von eurem Handy ausgeht. Ich denke, interessant zu wissen ist, dass das E-Care-Gewebe nur der Körper zugewandten Seite verbaut worden ist und nicht die komplette Tasche damit verbaut worden ist. Das würde nämlich bedeuten, dass ich kein Netz habe, das etwas ungünstig wäre. Dann habe ich natürlich auch im Gesäßbereich ein paar Taschen. Gerade rechts hinten habe ich einen Reißverschluss mit einer sogenannten Garage. Schon mal gefragt, wieso das so ist. Liegt einfach daran, dass man nicht möchte, dass man beim Einsteigen ins Auto die Sitze verkratzt. Genauso hat man das mit der Meterstabtasche gehandhabt. Die ist nämlich länger, als man gewohnt ist. Das hat zum einen den Vorteil, dass wenn ich ins Auto einsteige, dass ich mir meine Sitze nicht zerkratze. Zum anderen, dass der Meterstab nicht aus der Tasche raus will, weil er einfach zu kurz ist. Nachteil allerdings ist, dass man sich erst dran gewöhnen muss und es ein bisschen gefriemel ist, bis man den Meterstab draußen hat. Aber hier macht Übung den Meister. Des Weiteren habe ich auch Knieschutztaschen verbaut. Logischerweise, das darf bei einer Baustellenhose nicht fehlen, die auch Cordura verstärkt sind. Zur Info, Cordura ist ein sehr, sehr abriebsfester, sehr strapazierfähiger Stoff. Deswegen findet man den auch meistens im Knieschutzbereich. Der ein oder andere hat sich schon gefragt, wieso eigentlich die Knieschutztaschen von unten eingelegt werden. Das hat den Grund, dass wenn man sich Dreck reinschiebt, dass der auch wieder rausfällt und das Knieschutzkissen nicht kaputt macht, was man eben ersetzen müsste, was wieder Geld kostet. Kleines Problem dabei ist, dass es etwas schwieriger ist, das Knieschutzkissen einzulegen. Deshalb hier meine Empfehlung, macht es nicht, während ihr die Hose anhabt, sondern bevor ihr die Hose anzieht, ist deutlich einfacher. Für diejenigen, die jetzt denken, hey, im Sommer 300 Gramm pro Quadratmeter, also ein recht schwerer Stoff, das könnte doch etwas warm werden, die haben recht. Und genau für diese Problematik haben wir auch eine Lösung, und zwar Lüftungsschlitz im Kniekehlenbereich. Jetzt fehlen noch zwei Highlights an der Hose, die ich noch erwähnen möchte. Und zwar einmal das Stretch-Belt-System im Bundbereich. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ich mich hinknie, das Bund so weit dehnt, dass es nicht einschneidet. Ist auch mit dem Gürtel möglich, aber nicht so gut, logischerweise. Das andere ist, für diejenigen, die sich gerne das T-Shirt in die Hose stecken und sich ständig darüber ärgern, dass es, wenn sie sich strecken, das T-Shirt rausziehen, habe ich hier nicht mehr. Denn in der Nature-Hose hat man im Bund ein Silikonband verbaut, das genau das verhindern soll. Ja gut, mehr habe ich jetzt auch nicht zu erzählen. Wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt, beziehungsweise Anregungen habt zur Hose, beziehungsweise allgemein auch Wünsche habt, was für Kollektionen ihr gerne sehen möchtet oder ich vorstellen soll, schreibt die gerne in den Kommentare oder an mr.mo@modiv.de. Ich würde mich mega freuen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer Mo.